Versprechen von Herbert Kickl vor 2 Jahren beim Parteitag zurück, indem er versprach, uns Mitstreitern, auch den Funktionären, aber eben auch der österreichischen Bevölkerung, dass er stets einer offensiven, starken, mutigen und kämpferischen FPÖ vorstehen wird, die sich ausschließlich der Bevölkerung und ihren Interessen verpflichtet fühlt und die sich vor allen Dingen für diejenigen einsetzt, die auch in den letzten Jahren unter Druck gekommen sind und zunehmend unter den Rädern kommen. Und dieses Versprechen hat er bisher eingehalten. Und ich denke, Glaubwürdigkeit ist das höchste Gut in der Politik und er kann das für sich in Anspruch nehmen. Er hat in politisch äußerst herausfordernden Jahren einfach mit Mut und Leidenschaft hier einen Kurs vorgegeben und auch gehalten und hier auch vielen Menschen Orientierung und dann auch wieder Zuversicht geben können. Denn wir haben in den Corona-Jahren erlebt, wie unsere Verfassung, unsere Grundrechte außer Kraft gesetzt worden sind, wie hier ein Maßnahmenregime über uns hereingeprasselt ist. So schnell haben wir gar nicht schauen können. Ist es nur mehr darum gegangen, wie geht es noch schärfer, noch härter, darf es noch ein bisschen mehr sein? Und hier wurde wirklich also die Gesellschaft versucht zu zerrütten. Letztlich ist ein Chaos angerichtet worden in vielerlei Hinsicht und viele Menschen haben sich zu Recht zunehmend dagegen aufgelehnt und Herbert Kickl ging hier durchaus auch das Risiko ein, sich hier an die Spitze dieser Bewegung, dieser Menschen zu setzen, diesen Menschen eine Stimme zu geben und hier zu verlangen, dass man einfach wieder mit Vernunft, Hausverstand, mit Einfordern auch von Evidenz und Evaluierung und auch Einforderung der Meinungs- und der Wissenschaftsfreiheit hier wieder aus dieser verursachten Krise herauszukommen.